Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video soll es auf jeden Fall um das Update gehen, was wir heute bekommen werden, um weitere Neuerungen, die auf uns zukommen werden in der nächsten Woche und über die Android-Beta und um weitere Themen. Also es ist auf jeden Fall ein recht interessantes Video. Ich persönlich kann es euch nur empfehlen, bis zum Ende anzuschauen. Lasst mir gerne mal einen Daumen da, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. By the way, Leute, bei 450.000 Abonnenten wird es ein richtig krasses Gewinnspiel geben. Lasst mir doch dazu einfach mal gerne ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um nicht zu verpassen, was das Gewinnspiel angeht. Würde mich persönlich mega freuen. Ja, an der Stelle würde ich dann aber auch sagen, Leute, wir haben genug gequatscht. Starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go. By the way, Leute, ich habe ein neues Outro. Schaut das Video bis zum Ende an und schreibt mir eure Meinung dazu. Ist nur ein vorübergehendes Outro, bis das Event vorbei ist, aber ich persönlich finde es mega lustig. Aber auf jeden Fall fangen wir mal direkt mit der allerersten Information an, und zwar dem neuen Quad. Wir werden ein neues Quad bekommen, das haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal in den Neuigkeiten gesehen. Und zwar heißt es Quad Ramme, also sozusagen Ram Quad. Und hier ist die Beschreibung folgende: Lade den Boost auf, um durch Gebäude durchzubrechen oder einen Höhenflug zu machen. Wie genau wir den Boost aufladen können, bin ich mir noch nicht sicher und weiß ich leider auch noch nicht. Aber Leute, eins könnt ihr euch sicher sein, wir können mit diesem kleinen Ding hier richtig Krawall machen. Denn wenn wir so durch Gebäude uns brechen können, da man ja auch vorne so ein Teil dafür hat, damit man auch die Gebäude durchbrechen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hingehen können und wirklich cool Zäune kaputt machen können, ohne Probleme, so dass man nicht irgendwie dran kleben bleibt oder sonst was. Ihr wisst es ja selber, Leute, damals mit dem Golfwagen oder ATK oder mit dem Einkaufswagen. Wisst ihr es ja selber, gab es immer Probleme, wenn man gegen Zäune gefahren ist, dann konnte man nicht mehr weiterfahren. Und hier beim Quadramme soll es so sein, wenn man einen bestimmten Boost aufgeladen hat, kann man den nutzen, um halt einfach Gebäude durchzubrechen. Und wie wir den Boost bekommen, weiß ich leider im Moment nicht. Entweder durch Driften oder durch Sachen beschädigen oder kaputt machen. Auf jeden Fall ein mega cooles Teil, das ihr mit euren Kollegen teilen könnt, aber nur mit einem einzigen Kollegen. Das heißt, es ist ein perfektes Fahrzeug für den Duo-Modus, da man das Ganze zu zweit fahren kann. Falls ihr zu viert fahren möchtet, Leute, da muss auf jeden Fall mindestens zwei von euch so Quads besitzen. Meiner Meinung nach ist das Quad auf jeden Fall mega nice. Finde ich auch super, dass Fortnite wieder so ein neues Item reingebracht hat, beziehungsweise ein neues Fahrzeug, das wir nutzen können, um einfach ein bisschen schneller ans Ziel zu kommen. Feiere ich übertrieben auf jeden Fall. Dann, Leute, ist es noch so, dass auf jeden Fall die Android-Beta veröffentlicht worden ist. Jetzt könnt ihr hingehen und könnt halt die Android-Beta anzocken. Wichtig ist, dass ihr hierbei aber höher als Android 8.0 seid und ihr braucht mindestens 4 GB RAM oder mehr. Ich werde euch mal ein FAQ unten in die Videobeschreibung packen. Dort gibt es ein paar Fragen von den Nutzern und da steht auch natürlich, welche Handys man benutzen kann, was genau man braucht und so weiter. Auf jeden Fall ist es recht interessant, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen und ihr könnt das Ganze ohne Einladung oder sonst was spielen. Mega, mega nice. Also die Android-Leute unter euch, checkt gerne die Videobeschreibung ab. Ich habe euch den Beitrag dort verlinkt. Ja, jetzt möchte ich mal über das Update reden, was wir heute bekommen werden, denn Leute, Fortnite hat auf ihrem Discord-Server angekündigt, dass heute ein kleines Update kommen wird, weil die Leute sind verwirrt, was den Schädeltrooper angeht. Dort gibt es ja das Schädeltrooper-Set mit dem Rückenaccessoire, wo ihr dieses Geisterportal bekommen könnt. In Woche 6, mit dem Update 6.10, was wahrscheinlich am Dienstag kommen wird, wird es auf jeden Fall eine kleine Änderung daran geben. Und zwar wird es so sein, dass das ein bisschen einfacher gemacht wird. Doch viele haben sich darüber beschwert, dass es so schwer ist, weil man 7 tägliche Herausforderungen machen muss und was weiß ich noch, 50 Matches spielen, und deswegen kommt auf jeden Fall dieses Wochenende und zwar heute um 16 Uhr ein kleines Update raus, wo das Ganze umgeändert wird, und das ist so ein Event halt, das geht hauptsächlich nur um das Skull Trooper Outfit und das heißt auch Skull Trooper Event, und bei dem könnt ihr einfach den Rucksack schneller verdienen. Ihr könnt, indem ihr 20 Matches ist scheißegal, ob ihr die gewonnen habt oder verloren habt, könnt ihr dann das Ganze freischalten, laut Discord und laut, ja, Fortnite, was sie dort halt gepostet haben. Außerdem haben sie hier geschrieben, Leute, ihr haltet das Backbling und die Herausforderungen werden am Anfang der nächsten Woche automatisch abgeschlossen. Also, wenn ihr heute, zwischen heute und dem 15. Oktober um 5:59 gespielt habt, werden diese ganzen Sachen automatisch freigeschalten. Also kann ich es euch nur empfehlen, da am Start zu sein und mindestens ein, zwei Runden zu spielen. By the way, Leute, heute werde ich auf Twitch streamen, circa 20 Uhr, schaut gerne mal vorbei.
Wird auf jeden Fall mega geil. Wir werden ein bisschen Black Ops 4 spielen. Ist ja neu rausgekommen. Wir werden uns das Ganze auch mal anschauen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Link dazu und in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen. By the way, es wird vielleicht die ein oder andere Verlosung geben. Also kommt gerne vorbei, Leute. Aber wieder zurück zum Thema. Das, Leute, sind schon mal so vorerst die ganzen Informationen, die auf euch zukommen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben die Fortnite Android Beta, wo keine Einladung mehr benötigt wird. Wir haben ein neues Fahrzeug, das demnächst kommen wird. Wann genau es kommen wird, wissen wir leider noch nicht. Entweder jetzt mit dem Update um 16 Uhr oder, Leute, mit dem Update am Dienstag. Dann ist es halt auch noch so, dass heute ein kleines Update kommen wird, und zwar um 16 Uhr, und dort werden wir das Skull Trooper Event bekommen. Deswegen sind auch noch die Skull Trooper im Shop, nur damit ihr Bescheid wisst, und ihr habt Zeit bis zum 15. Oktober das Ganze durchzuführen. Vielleicht sind danach auch schon die Outfits verschwunden. Im Großen und Ganzen, Leute, waren das aber auch schon die Informationen, die ihr wissen solltet. Ich würde mich natürlich gerne über eine positive Bewertung mega freuen, und vergesst auf jeden Fall nicht, auf den Abo-Button zu klicken und die Glocke zu aktivieren. Und hier an der Stelle würde ich dann aber auch schon sagen, Leute, ich verabschiede mich. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.